Na, seid ihr auch schon in Gruselstimmung? Was? Noch nicht? Na, dann wird es aber höchste Zeit. Spätestens beim Haus der Familie Lachenicht in Holzminden wird es euch eiskalt den Rücken runterlaufen. Ich liebe Horrorfilme zum Beispiel und ich interessiere mich für Esoterik und damit ist es so ein bisschen verbunden mit dem irischen Glauben auch, mit Samhain zum Beispiel, und daraus ist ja Halloween entstanden. Und ich habe dann angefangen, kleine Kürbisse vor die Tür zu stellen und dann wurde es immer mehr halt von Jahr zu Jahr. Ich liebe das zu dekorieren, irgendwas herzustellen. Ich mache zum Beispiel die Grabsteine dort hinten bei mir auf dem kleinen Friedhof sozusagen. Die mache ich alle selbst aus Styropor. Das Grusellabyrinth, das ist das erste Mal jetzt dieses Jahr. Sonst hatte ich hier vorne alles aufgebaut. Ich wollte für 10 Jahre Jubiläum halt was anderes mal machen. Es besteht aus mehreren Ebenen. Es ist wie so eine kleine Geisterbahn jetzt. Am meisten Freude bereitet mir, dass die Kinder Freude daran haben an dem Haus. Sie kommen jedes Jahr zu gerne her. Schon Wochen vorher sind sie dann hier und fragen, wann es denn endlich losgeht. Dürfen wir helfen? Und halt diese Freude der Kinder, das ist dieses Ausschlaggebende bei mir. Wie hat uns das Gruselhaus gefallen? Gut. Gut. Also wer es nicht kannte, wir haben uns auch erst echt erschrocken. Felix hatte erst ganz große Angst, aber hinterher fand das richtig cool und wir sind jetzt schon zum dritten Mal durchgegangen. Gut, auf jeden Fall. Ja, genau, es ist auf jeden Fall gut, auch mal eine Attraktion in Holzminden zu haben. Haben wir nicht so viel von leider, aber ja, ist auf jeden Fall auch schön eingerichtet, die Geisterbahn. Ja, ich war zum ersten Mal hier, also ich bin echt positiv überrascht. Also auch auf jeden Fall ein Respekt für die ganze Mühe, die es sich gegeben hat, und kriegt einen Daumen hoch. Wie war es bisher? Überwältigend. Es sind mehr Menschen gekommen, als ich gedacht habe. Am Anfang haben sie schon angestanden um 17 Uhr und meine Süßigkeiten sind jetzt fast alle und ich habe über 200 Süßigkeiten gehabt. Und das Einzigste ist nur noch hier in dieser Schüssel, das sind vielleicht 50 Bonbons. Es war super.